20 Jahre WAS-TV-Infokanal im Wald am Schoberpass. Das ist ein Grund, ein Fest zu feiern. Bei freier Spende, die einem guten Zweck zugeführt wird, waren zahlreiche Gäste der Einladung von Norbert Ortner, dem Betreiber von WAS-TV, gefolgt. WAS-TV im Wald am Schoberpass. 20 Jahre Feier. Wie ist dazu gekommen? Ja, in 95 Jahren haben wir beschlossen, der Hermann, Michael und ich, dass wir übers Kabinett in Wald am Schoberpass Informationen für die Gemeinde oder für die Bürger von der Gemeinde Wald am Schoberpass senden. Angefangen hat das eigentlich mit einer Videokamera, die haben wir aufgestellt, haben einen Zettel davor hergestellt und das erste Mal übers Kabel Informationen in die Haushalte gesendet. Dann ist es eigentlich weitergegangen mit einem kleinen Computer und heute machen wir das mit PowerPoint und 260 Haushalte sind da angeschlossen beim Kabel und erhalten die Informationen. Also in Wald am Schoberpass gibt es keine Flugzettel mehr, sondern die schalten den Fernseher ein und sehen alles, was rund um Wald gibt. Jetzt hat ja Wald am Schoberpass, glaube ich, 3 oder 4 Einwohner weniger wie Graz. Was ist denn schneller, der Dorftratsch oder WAS-TV? Ja, natürlich ist WAS-TV schneller, weil sobald die Informationen haben, sind schon im Netz drin oder auch im Internet. Also WAS-TV gibt es nicht nur im Kabel, sondern auch im Internet, weil es sind ja viele Haushalte, die nicht beim Kabel angeschlossen sind oder auch Auswärtige, die interessiert sind, was es in Wald am Schoberpass gibt. Und die Internetadresse ist www.was-tv.at. Musikalisch wurden die Gäste von den Rostigen Sieben und den Mürztaler Spitzbuben unterhalten. Vor allen aber gaben die Enkelkinder ihrem Opa einige Stücke zum Besten. Auch für kulinarische Genüsse wurde bestens gesorgt, sodass die 20 Jahre WAS-TV gebührend gefeiert werden konnten. Der Gemeindevorstand überreichte Norbert Ortner nach kurzer Laudatio von Bürgermeister Hans Schrabacher ein Präsent zu seinem Jubiläum. Was bringt der Infokanal der Gemeinde und deren Bürgern? Jawohl, der Gemeinde bringt es sehr vielen, vor allem den Bewohnern, weil sie über alle Vorhaben, über alle Veranstaltungen, über Ärztedienst, Apothekendienst und so weiter informiert werden. Dadurch, dass ich jetzt schon 40 Jahre im Gemeinderat bin, haben wir den Anfang vom WAS-TV hautnah miterlebt und es ist ja eine gewaltige Leistung, was der Norbert da aufgestellt hat.